Euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 21. Wir sind zurück im nächsten Solo-Battle-Match. Wir treten an hier zu Hause im AT&T Stadium gegen den großen Rivalen der 70er Jahre, gegen die Pittsburgh Steelers. An der 9-Yard-Linie wird der Ball aufgenommen. Der Return ist gestoppt an der 27-Yard-Linie. Und wir schauen mal, wer hier die Steelers auf dem Platz anführt. Das ist Baker Mayfield, der Quarterback der Cleveland Browns. Na Mahlzeit, da wird sich Pittsburgh bedanken. So. Erster Versuch und 10. Wir versuchen, Baker Mayfield mal mit Blitzen unter Druck zu setzen. Mal schauen, wie er darauf reagiert. Erster und 10. Tackle von DeMarcus Lawrence, der lag schon am Boden. Wir haben einen zweiten und 10. Bleiben beim Blitz, nehmen den mit Blitz. Wir müssen schauen, wie Baker Mayfield damit umgeht. Aber es ist wieder ein Run. Zwei Läufe, minus 2 Yards. Dritter Versuch und 12. So, und wir arbeiten mit einem Zonenblitz. Jetzt Empty Backfield bei den Steelers. Baker Mayfield unter Druck, kann sich aber lösen. Wow, und ein Wahnsinnsplay. 13 Yards Raumgewinn. Richtig gutes Football-Play, sowohl vom Quarterback als auch von Samuel, dem Wide Receiver. Das haben sie richtig stark gespielt. So, wir blitzen mit einem Edge-Blitz. Wieder Empty Backfield. Erster und 10 an der 38. Baker Mayfield wird den Ball sehr schnell los. Wir gehen mal in die Man-to-Man-Defense. Also mit vielen regelmäßigen Blitzen müssen wir Baker Mayfield nicht kommen. Laufspiel der Steelers. Das müsste ein neues First Down sein. So, wir bleiben in einer Man-to-Man-Defense. Erster und 10 an der 49-Yard-Linie. Baker Mayfield wirft den Ball ins Aus. Da war eigentlich Platz, da war eigentlich Luft. So, wir nehmen den mit Blitz beim zweiten und 10. Der Ball an der 49-Yard-Linie. Und die Steelers laufen. Dritter und 8 aber jetzt. So, da blitzen wir mit einem Zonenblitz. Bis dato die Steelers hier sehr gut unterwegs. Oh, und ein Mörder-Sack von Byron Jones. Da ist Baker Mayfield komplett in ihn hineingelaufen. So, der Ball an der 43, da versuchen wir den Punt eher zu blocken, als den zu retournieren. Aber auch das gelingt mal überhaupt nicht. So, Touchback, der geht in die Endzone. Erster und 10 an der 20-Yard-Linie. Also noch keine Punkte hier. Wir starten mit einem Double Slant. Lamb und Johnson von links. Cooper von der rechten Seite. Oh, und da ist ganz viel Platz für Johnson. Das hat man früh gesehen im Play. Der Stiffarm kommt ein bisschen früh. First down an der 22-Yard-Linie. So, ein Play-Action-Spielzug. Nicht mehr im ersten Quarter, denn das ist jetzt vorbei. Play-Action-Slot-Cross. Wir achten auf Johnson. Und der Ball am Boden. Den kann er nicht halten. Zweiter Versuch und 10. Wir nehmen den Trail. Johnson, Jarwin und Cooper attackieren von der rechten Seite.
Incomplete Pass. Starke Verteidigung hier der Steelers. So, wir nehmen die 4 Verticals, schicken unsere Receiver Richtung Endzone. Achten besonders mal auf Jarwin, dem Tight End. Der ist sehr gut gecovert. Interception! Das ist ja wohl nicht wahr. Wie kann der denn, der Middle Linebacker, den Ball so abfangen? Da hat sich Elliott keinen Millimeter bewegt. Kam dem Quarterback nicht zur Hilfe. Oh, da wollte Baker Mayfield selber laufen. 2 Yards Raumgewinn, 2. Versuch und 8. Der Ball an der 40-Yard-Linie. Zu viel Druck auf Mayfield, der Ball in der Luft und wird dann doch noch von einem Steeler irgendwie gefangen. 3. und 7 damit. So, wir nähern uns dem 2-Minute-Warning. Müssten wir aber eigentlich einen Snap noch sehen. Ja, Baker Mayfield wirft den Ball ins Aus. Der Ball an der 41, ja, der ist schon wieder so eine ganz blöde Entfernung. Wir versuchen trotz alledem den Block. Und der geht diesmal nicht in die Endzone. Heißt, keine gute Feldposition für die Cowboys an der eigenen 5-Yard-Linie. Und wir müssen uns jetzt was einfallen lassen. 1. und 10. Johnson von links auf einer Slant. Wir attackieren die Mitte. Oh, unsere Wide Receiver halten die Bälle nicht fest. Das ist nicht gut. Wir versuchen mal den... Wir schauen mal auf Amari Cooper. Gehen also mal weg von Johnson. Der dann doch wieder unser Receiver ist, weil er sich hier gut freigelaufen hat. Das ist ein neuer 1. und 10. Wir nehmen den Slot Drive. Jarwin attackiert die Mitte. Wir achten mal auf Johnson Slot, aber der ist gedoppelt. Der Safety kam damit. Elliott bringt den Ball an die 37-Yard-Linie. Neuer 1. Versuch und 10. So, nehmen wir den Flug Drive. Achten auf den Tight End Jarwin. Cooper kommt gleich in Motion. Und er ist incomplete. Die Steelers verteidigen hier die Sache richtig gut. 2. und 10. Lamp und Johnson links, Cooper von der rechten Seite. Wir müssen unbedingt mehr aufs Laufspiel setzen. Johnson macht hier den Catch. Wir sind an der Mittellinie. Es wäre schon schön, wenn wir hier zumindest noch aufs Scoreboard kommen. Wir sehen einen Blitz der Steelers von der rechten Seite. Das heißt, da hinten dürfte gleich richtig viel Platz sein. Aber der Druck zu groß. Der Blitz kann nicht aufgenommen werden. 2. und 10 an der 50-Yard-Linie. Lamp und Johnson links, Cooper von der rechten Seite. Wieder geht der Blick zu Amari Cooper. Incomplete Pass. Cowboy, Slot Slant. Jarwin und Johnson. Lamp wird gepresst. Dann schauen wir doch mal, ob wir da ein 1 gegen 1 haben. Wir gehen in die Endzone. Und das ist der Touchdown. Die Steelers schaffen es nicht, Prescott unter Druck zu setzen. Lamp ist frei, macht den Touchdown für die Dallas Cowboys, die damit kurz vor der Halbzeit in Führung gehen. 7:0 der Spielstand. An der 6-Yard-Linie wird der Ball aufgenommen. Wir sehen den Return. Der ist gestoppt an der 28-Yard-Linie.
So, jetzt kommt es nur noch darauf an, schadlos hier in die Pause zu kommen. Wir ziehen uns zurück in eine Cover 4. Sehen nochmal einen Run an die 31-Yard-Linie. So, 5 Sekunden auf der Uhr. Die Steelers versuchen eine Hail Mary. Oh, der ist riskant von Baker Mayfield und fast intercepted. So, wir gehen rüber in die zweite Hälfte der Partie. Die Steelers mit dem Kickoff. Sanders an der 1-Yard-Linie nimmt den Ball auf. Der Return an die 29-Yard-Linie. So, wir werden jetzt mal versuchen, mehr zu laufen. Die Steelers haben gegen den Pass. Boah, aber schau mal, wie voll die Box ist. Ja, da kann ich Elliott nicht reinlaufen lassen. Wir gehen in einen Passspielzug vor Verticals. Achten auf Kmet, den Tight End. Der attackiert die mit. So. Wir bleiben beim Run. Der Plan über die rechte Seite. Oh, die Steelers in der Defense wirklich stark. Das war der erste Run der Cowboys. Wir nehmen die Verticals. Johnson attackiert die Mitte. Wir achten auf Lamb auf der Außen. Und auf Sieg Elliott und der lässt den Ball fallen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Vierter und 6. Jarwin attackiert die Mitte. Cooper kommt aus dem Backfield und ist unsere Absicherung. Der Ball aber geht zum Tight End und der macht den sicheren Catch. First down für die Dallas Cowboys. Ah, das ist wirklich von der Defense her, sind die Steelers hier mächtig stark unterwegs. Elliott, 1 Yard Raumgewinn. So, wir laufen mit Elliott über die rechte äußere Seite. Hat da endlich mal eine Lücke und kommt an die 46 der Steelers. Neuer 1. und 10. Und das war ganz, ganz wichtig. So, wir laufen mit Elliott über die linke Seite. Da war eine Lücke, aber die war sehr, sehr schnell wieder zu. 2. Versuch und 9. Gut ist, wir nehmen jetzt schon Zeit von der Uhr. Versuchen einen Screen Pass gegen diese aggressive Steelers Defense über die rechte Seite. Keine Chance für Elliott, sich zu lösen. 3. und 9. Wir kommen hier von einem Problem down zum nächsten. So, wir achten auf Amari Cooper. Der kommt von der linken Seite aus dem Slot. Oh, wollt ihr, sag mal, wie kann man den Ball fallen lassen? Ich bin gerade mehr als geschockt. 4. Versuch und 9. Der Ball an der 45-Yard-Linie. Wir achten auf Jarwin. Incomplete Pass. Also ich komme immer noch nicht darauf, wie... Da waren 2 Bälle hintereinander. Der eine Ball von Elliott und jetzt dieser Ball auf Lamb. Der wirklich freistehend fallen gelassen wurde. 1. und 10 an der 45-Yard-Linie. Und jetzt so eine... Oh Gott, Leute, was ist denn hier los? Die Steelers... Erster und 10 an der 42-Yard-Linie für Baker Mayfield und die Pittsburgh Steelers. Der Ball am Boden, incomplete pass. Wir haben einen 2. Versuch und 10.
Baker Mayfield ist nicht zu... Das ist unglaublich. Leute, was passiert hier gerade? Baker Mayfield macht einen Touch auf einmal, als ob alles gegen einen läuft. Unfassbar. Mann, oh Mann, 7-7 im dritten Quarter. Sanders nimmt den Ball auf an der 2-Yard-Linie. Es geht nichts. Bei den Special Teams nichts. Bei der Offense nicht, bei der Defense nicht. Und es steht hier 7-7. Das wird eine so enge und knappe Nummer. Blitz der Steelers von der linken Seite. Da gehen wir doch gleich mal per Audible in einen Passspielzug, denn da dürfte gleich was frei werden. Frei wird's für Lamb. Hat noch einen Vorblocker in Form von Johnson. Und das ist so eine für die Cowboys. Der direkte Konter. Der PG, oh Gott sei Dank, der ist drin. Es steht 14-7. Wir sehen den Kickoff von Sirlein. Also dann 13 Sekunden vor dem Ende des dritten Quarters sind die Cowboys wieder vorne. Aber was war das eben für ein Drive von Baker Mayfield? Wir gehen per Audible in eine Zonenverteidigung. Lauf von Perrin an die 31-Yard-Linie. Und jetzt ist das dritte Quarter vorbei. Erster, zweiter Versuch und 5. Wir sind im Schlussviertel. Wir verteidigen in einer Cover 4. Aber momentan macht Baker Mayfield hier mit den Cowboys, was er will. Erster und 10 an der 44-Yard-Linie. Cowboys in einer Zonenverteidigung. Vollständiger Pass. Mills Tech. Der Ball an der 45 der Cowboys. Wir wechseln nochmal in eine Man-to-Man-Defense. Mayfield unter Druck, das ist unglaublich, und findet dann doch noch einen Receiver. So, das war das letzte Play vor dem Two-Minute-Warning. Es laufen die letzten 2 Minuten der Partie hier im AT&T Stadium. Und ich werde momentan kein Geld darauf wetten, wie diese Partie hier ausgeht. Erster und 10 an der 33. Baker Mayfield, da will er laufen, da kommt Mills. Und macht hier den Sack. 2. und 15. Und direkt im nächsten Ball so ein Pass. Das ist unglaublich. Durchatmen. Also hier ist gerade Hektik pur. 2. und 7. Der Ball an der 20-Yard-Linie. Cowboys verteidigen gegen den Pass. Mörderhit, aber fallen. Ach, leider nicht fallen gelassen, sondern gut festgehalten. Mayfield unter Druck. Oh, der war sehr, sehr riskant. Wir haben ein 1. Und natürlich muss der ausgespielt werden. Zonenblitz der Cowboys. Es ist aber ein Run. Und die Marcus Lawrence mit dem ganz wichtigen Tackle. Turnover on Downs. 1. und 10. Dallas Cowboys an der 16-Yard-Linie. Die Marcus Lawrence macht hier das absolute Big Play. So, Elliott läuft. Da wissen wir alle, das wird nicht lange gut gehen.
14-7 der Spielstand. 2-2 Steelers mit der ersten Auszeit. An der 30-Yard-Linie gestoppt, zweites Timeout. Ein neuer 1. und 10, das ist natürlich Gift für die Steelers. So, das ist das letzte Timeout, was Pittsburgh nehmen konnte. Ab jetzt können sie die Uhr nicht mehr kontrollieren. Wir haben einen 2. Versuch und 7. Laufen mit Elliott über die rechte Seite. Da sucht er eine Lücke, wo leider keine war. 3. Versuch und 8. Wir gehen per Audible in einen... Nein, wir nehmen einen Double Slant. Johnson und Lamb links, Cooper von der rechten Seite. Und... bringt den Ball an die 35-Yard-Linie. Und die Uhr läuft runter. Die Dallas Cowboys schlagen die Pittsburgh Steelers mit 14-7. Das war eine ganz enge Kiste. Das Tackle von DeMarcus Lawrence hat uns hier den Sieg gebracht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.